Moin zusammen, mein Name ist Kai, ich bin einer von 4 Maschinisten auf der Anneliese Kramer und heute nehme ich euch mal mit auf einen kleinen Rundgang durch den Maschinenraum. Fangen wir mal an mit unserer Hauptschalttafel. Hier wird unsere gesamte Elektrik-Elektronik gesteuert. Wir haben 2 Simap-Anlagen, einmal für den kleinen Hilfsdiesel und einmal für den großen Hilfsdiesel. Der kleine hat 21 kW und der große 70 kW Leistung. Gehen wir weiter über eine Maschinenüberwachungsanlage. Hier haben wir unsere ganzen Bestände von Brennstoff, Frischwasser, Abwasser, Bilgenwasser. Das können wir hier alles ablesen. Dann haben wir noch die Motordaten und sonst alles, was wir so zum Betrieb brauchen. Zum Beispiel Bilgenschalter. Falls wir irgendwo Wassereinbruch haben, gibt das Alarm. Dann die Feuermelder. Unser Bordnetz für 230, 400 Volt. Und unser Bordnetz für 24 Volt. Dann gehen wir mal weiter zu unseren Hauptmaschinen. 2 Stück an der Zahl. Das sind MTU M72 16V mit jeweils knapp 2000 PS. Hier ist unsere kleine Werkstatt, Werkbank. Gehen wir weiter nach hinten. Unsere Klimaanlage, die zurzeit aus ist, weil die Temperaturen ja wirklich nicht dafür sind. Atemluftkompressor. Und hier ist der große Hilfsdiesel. Das ist ein Deutz 6-Zylinder. Damit treiben wir eine Hydraulikpumpe an fürs Bugstrahlruder oder die Feuerlöschpumpe. Und Strom erzeugen können wir natürlich auch, weil hier hinter noch ein Generator ist. So, hier befinden wir uns jetzt im Rudermaschinenraum. Genau über mir befindet sich das Tochterboot. Hier haben wir unseren kleinen Hilfsdiesel, einen Whisper Power, in einer Kapsel drin. Die Kapsel ist für die Schallisolierung, falls wir mal im Hafen jockeln müssen. Kann man auch mal schnell aufmachen. Und da ist der Motor dahinter. Dieses grüne lange Ungetüm ist der Hydraulikzylinder für das Klappheck vom Tochterboot. Ist auf dieser Seite und auf der anderen Seite ist auch nochmal eins. So, das ist die Ruderanlage. Kriege ich mal wieder zusammen mit euch hier raus. Schon sind wir wieder im Maschinenraum. Das war's auch schon mit unserer kleinen Führung durch den Maschinenraum. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschüss.